Mit Ark Genesis 2 ist der Maywing und der Egg Incubator ins Spiel gekommen und wie das die Zucht für alle Leute, die keine Mods nutzen können oder wollen, verändert, zeige ich euch jetzt. Moin, mein Name ist Nico der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark und hier kommt der Genesis 2 Content. Wenn du darauf Bock hast, lass ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Den Maywing habe ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt, werde ich hier auch nochmal in der Kombination machen, wir schauen uns aber erstmal den Incubator an. Der Incubator ist dieses formschöne Gerät hier vor mir. Wir brauchen dafür Strom, damit das Ganze läuft. Das heißt, ne, Generator anschließen, Steckdose, zack, peng, läuft der Lachs. Das Ganze könnt ihr auf Level 89 freischalten, logischerweise nur auf Genesis. Und ihr braucht 250 Elektronik, 200 Kristall, 500 Metall, 350 Poly und 100 Zement, damit ihr das Ganze bauen könnt. Und ganz wichtig, ihr könnt davon maximal 3 bauen, also in einer gewissen Range. Wie groß die Range nun ist, weiß man nicht. Das ArcWG hat dazu auch noch nichts Genaues geschrieben, scheint aber dann relativ groß zu sein. Das heißt, ihr könnt davon erstmal nur 3 Stück machen, ist aber eigentlich auch kein Problem. So, ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Also ich habe hier ein paar Dinos eben brüten lassen, damit ich euch das Ganze mal demonstrieren kann. Und man kann eben hier aufs Inventar zugreifen und 10 Eier hier reinlegen und die dann eben ausbrüten lassen. Wenn ein Ei die 100% erreicht hat, dann könnt ihr das hier anklicken und auswählen und dann auch Ei ausbrüten. Steht ja auch hier erfordert 100%. Dann würde direkt das Ei rausdroppen, das gucken wir uns gleich an. Wenn ihr feststellt, das Ei, das ihr reingelegt habt, ist Trash, das braucht ihr nicht, dann könntet ihr hier auch auf aufgeschlagenes Ei zerstören. Also das würde dann einfach zerstört werden, habt ihr keine Probleme mit, müsst ihr nicht irgendwie wegschmeißen oder. Wir schauen uns mal eben auch an, warum der Egg Incubator überhaupt so toll ist. Also wir haben hier 10 Steckplätze pro Ding, also pro Incubator. Und ja, wir können hier eben die verschiedenen Eier reinlegen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Carbo-Ei, also ein Air-Carbo-Ei. Und wir schauen uns mal das Ganze hier an. Also auf der linken Seite haben wir hier die Brutdauer, die ist jetzt schon bei 0%, weil es komplett fertig ist. Wir hätten hier einen Inkubationsschub von 20%, klar, in der Mitte die Gesundheit, bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. So, der Inkubationsschub von 20% kommt zustande. Warum? Weil darunter ist eben die aktuelle Temperatur angegeben. Und wenn die im grünen Bereich ist, dann kriegen wir eben diesen Inkubationsschub von 20%. Das heißt, die Zeit, die das Ei braucht zum Ausbrüten, wird um 20% reduziert. Die Temperatur können wir anpassen, indem wir hier mit E eben rangehen und dann haben wir hier die Temperaturregelung. Da können wir einfach raufgehen, dann können wir das hier beliebig eben, ja, hochfahren, runterfahren, wie auch immer. Ihr könnt da immer wieder einfach aufs Ei gucken und dann könnt ihr die richtige Temperatur einstellen, denn ihr habt hier auch die Möglichkeit plus 10, plus 5, plus 1, minus 1, minus 5 und minus 10. Das heißt, ihr könnt da ziemlich genau die Temperatur auch einstellen. Und das Spiel hilft euch eben auch dabei. Auf der rechten Seite oben haben wir die 6 farblichen Felder, wo auch immer eine Zahl mit drin steht. Das sind quasi die Color-IDs. Ich verlinke euch mal das ArcWiki, da findet ihr alle Color-IDs und wie die eben aussehen. Und ja, so würde quasi das Tier dann aussehen von den Farben her. So kommt es dann raus. Das heißt, das ist einfach komplett die Färbung. Wie das jetzt bei jedem einzelnen Tier genau aussieht, da müsst ihr einfach ins ArcWiki gehen und oben den Namen des Tieres eingeben. Also zum Beispiel Air Carbo und dann wird euch angezeigt, wenn ihr da ein bisschen runterscrollt, wo die Color Schemes genau sind, welche Fläche also dann gefärbt wird und welche eben nicht. Und dann ist es wichtig, es geht hier halt in der Reihenfolge, wie es hier auch aufgelistet ist. Darunter sehen wir die Eltern, das heißt, ja, wir können uns anzeigen lassen, na, was sind die Eltern gewesen. Und ganz wichtig, ob Mutationen mit dabei sind oder eben auch nicht. Und rechts daneben befinden sich die Werte. Und das ist ganz interessant, die werden uns hier genau angezeigt. Und ich habe auch extra ein Ei gebrütet, was eine Mutation hat, um euch zu zeigen, wie das dann aussieht mit der Mutation. Denn, wo haben wir es? Hier. Genau, hier oben haben wir es. Da würde dann eine Mutation stehen. Jetzt ist wichtig, um jetzt herauszufinden, das ist ein bisschen schade, dass jetzt nicht in einer Klammer nochmal hier dahinter steht. Also auf der rechten Seite, beispielsweise beim Leben 22, in der Klammer eine plus 1 dazu oder so. Das wäre sehr, sehr hilfreich, wenn das geändert werden würde. Denn spielt man ohne Mods, muss man erstmal die Werte rausbekommen. Das sind die Level, die raufgegangen sind auf einen Wert eben. Und ich kenne jetzt noch die Eltern des Eis quasi, das müssten die beiden Carbos hier gewesen sein. Und was habe ich gemacht? Ich bin einfach in den Dododex gegangen und bin dann auf More gegangen und da gibt es dann auch den Stat Calculator, wo ihr das Tier eingeben könnt samt Level und dann könnt ihr einfach die Zahlen fröhlich runter eingeben, die das Tier eben hat und dann bekommt ihr eben die Level ausgespuckt, wie viel da reingegangen sind. Dann habt ihr auch diesen Wert. Blende euch das auch nebenbei mit ein und bei mir ist jetzt rausgekommen, der Lebenswert
schwankt ein bisschen, also der stimmt nicht ganz überein. Warum? Es ist eine Air-Carbo, da ist das Leben ein bisschen unterschiedlich. Das ist ein bisschen schade, weil auch die X-Kreaturen sind nicht im Dododex eingepflegt. Das heißt, wenn man komplett ohne Mod spielt und einfach keine Level angezeigt bekommt, keine Levelpunkte, dann ist das ein bisschen schwierig, beziehungsweise man muss es eben im Dododex eingeben. Jedenfalls ist bei mir rausgekommen, dass die Stat-Mutation auf dem Gewichtswert sein muss, denn die eine Schildkröte hat einen Gewichtswert von 10 Levelpunkten und die andere einen von 18. Das heißt, der 18er Wert wurde übernommen und ist dann eben auf 19 hochmutiert. Wenn ihr eh vernünftig züchtet, dann habt ihr eine Nullerlinie bzw. eine Elternlinie, die komplett exakt die gleichen Werte haben und dann müsst ihr da auch nicht einen Hickhack machen, da braucht ihr einfach nur einen Wert und dann seht ihr das sofort, was ist dabei rausgekommen. Ich musste hier ein bisschen vergleichen, weil ich mir einfach Tiere reingespawnt habe für ja, die Anschauungszwecke, sage ich mal. So, was jetzt interessant ist, das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir sehen ja jetzt hier, die Carbo ist in der aktuellen, also in der perfekten Temperatur. Da kriegen wir den Inkubationsschub. Jetzt habe ich aber auch ein AGI hier drin und 32 Grad sind da viel zu viel für. Das bedeutet, dass wir bekommen keinen Inkubationsschub. Aber das Ei wird trotzdem ausgebrütet. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht halt nur nicht 20% schneller, aber es wird ausgebrütet. Ähnlich wie bei einer Klimaanlage quasi, nur dass ihr halt keinen Boost habt. Das bedeutet also, wenn ihr immer den Boost haben wollt oder den Schub haben wollt, dass es 20% schneller geht, macht es durchaus Sinn, eben für unterschiedliche Eier unterschiedliche Inkubatoren auch anzuschließen bzw. die Temperatur entsprechend einzustellen. Denn hier habe ich jetzt 13 Grad eingestellt, hier bekommen wir auch den 20%igen Schub. Und beim Carbo-Ei ist es dann eben genauso, ne? Da bekommen wir eben den Schub auch nicht. Dementsprechend, also wenn ihr, keine Ahnung, ihr züchtet Wyvern. Gut, Wyvern züchtet man nicht. Ihr habt Wyvern Eier geholt und ihr wollt, dass die schnell ausgebrütet werden. Dann stellt ihr eben den Wert ein. Dann züchtet ihr irgendwie Rexe. Dann stellt ihr den Wert ein und habt schon mal zwei Inkubatoren vollgepackt quasi. Und das ist ja auch ideal, weil im Prinzip habt ihr 30 Slots und wer brütet schon 30 Eier auf einmal aus? Es kommt auf die Raids an. Wie der Server eingestellt ist, das ist durchaus möglich, aber na, ihr wisst, was ich meine. Was mich jetzt noch interessiert, dieses Ei ist gerade bei 26,2% und hat einen Inkubationsschub von 20%. Wenn es bei 20% angelangt ist, ist es dann direkt auf 0%, also wird es runtergerechnet, oder geht es einfach insgesamt 20% schneller? Wir gucken uns das mal an, wir können ein bisschen die Zeit beschleunigen. So, 20,2%, 20,1 und jetzt runter auf 20,0. Und nein, genau, es ist nicht direkt runter auf 0% gegangen, sondern es wird dann einfach insgesamt ein bisschen schneller gehen. Das können wir einfach nochmal testen. Ich mache nochmal eben die Incubator aus und packe nochmal in beide Slots jeweils ein AGI. Wichtig, links ist die Temperatur nicht angepasst, rechts schon. Und dann schauen wir uns nochmal an, ob das tatsächlich schneller geht. Einmal angeschaltet, hier oben haben wir jetzt das Ei, 99,9%, kein Schub. Und wo haben wir das andere Ei? So, hier müssten wir dann das andere AGI haben, genau, 99,4. So, ich habe nochmal kurz die Zeit vorgespult. 94,7 und hier haben wir 95,6. Okay, wir haben sie gleichzeitig reingetan, ne? Und dann den Inkubator wieder angemacht, beziehungsweise den Generator. Und wir sehen, dass die Zeit schon unterschiedlich ist. Das heißt, bei 20% geht es nicht direkt auf 0, sondern es geht einfach 20% schneller. Mega, mega nice. Kommen wir mal zu unserem besten Freund, dem Maywing. Absolut geile Kreatur. Zähmt euch auf jeden Fall ein, wenn ihr das könnt. Wichtig, das Ding ist quasi das hier. Das ist ein Futtertrog, das hier auch, aber das ist cooler. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, wenn wir hier mit E raufgehen, also in dieses Radialmenü gehen, dann können wir hier Nursing aktivieren, das heißt, es wäre jetzt ein Babyfuttertrog, das ist ganz, ganz wichtig, denn das hier ist kein Babyfuttertrog. Und wir müssen jetzt auch das entsprechende Futter reinlegen, das heißt, bei Agis wäre es dann Fleisch, bei Wyvern wäre es Milch und so weiter und so fort und bei den Carbos wäre es ja dann wären es ja dann Beeren, die packen wir eben auch mal rein. Genau, und Nursing muss eben aktiviert sein, damit Tiere auch gefüttert werden. Wie gesagt, das richtige Essen muss drin sein. Der Maywing claimt nicht alleine die Babys. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir gehen jetzt mal hier rauf und wir holen uns mal eben Agi raus. Ei ausbrüten, zack. Da ist der kleine Agi, so süß. Die kleinen Viecher. Und ich habe gehört, man kann mit C die angeblich claimen. Ja, perfekt. Haben wir geclaimed, ist jetzt hier drin. Wir hätten es auch selbst machen können und hätten dann Folgendes machen können. Ich zeige nochmal ganz kurz. Wir holen nochmal ein Ei raus. Nehmen wir nochmal ein Ei. Wir haben noch kein Agi fertig. Dann nehmen wir eine Carbo, brüten das Ganze nochmal aus. Jetzt könnten wir die eben auch selbst übernehmen mit E und könnten dann hier an unseren Maywing gehen. Pick up Baby. Und dann die Carbo. Und dann hätten wir sie hier quasi drin. Jetzt müsste theoretisch auch das Essen runtergehen, weil dann quasi der Maywing so lange, bis die Tiere eben jugendlich sind,
die füttert mit dem, was eben im Inventar, genau, da füttert er auf jeden Fall die Babys mit, das heißt, man muss es jetzt nicht mehr selbst machen. Wenn sie jugendlich sind, das ist ganz, ganz wichtig, deswegen steht auch der Futtertrog hier, dann brauchen die Tiere wieder was zu essen, beziehungsweise der Maywing kümmert sich dann nicht mehr darum, ne? Der ist nur für Babys zuständig, ganz, ganz wichtig. Wenn sie jugendlich sind oder älter, müsst ihr euch selbst drum kümmern. Weil ich jetzt nochmal was ausprobieren wollte, und zwar mit einem Wyvern-Ei. Sehen wir es auch nochmal kurz, wir haben es da oben eigentlich drin. Gut, weil es ist halt reingespawnt, ne? Deswegen werden uns jetzt die Werte nicht angezeigt. Wir haben das jetzt hier nirgends weggeholt. Wir können aber mal schauen, dass wir das mit ausgebrütet kriegen. So, Zeit wurde lang genug übersprungen. Wichtig nochmal, falls das noch nicht ganz klar geworden ist. Der Vorteil ist ja, ne, dass ihr die breeden könnt, beziehungsweise, ja, es ist ja brüten, ohne dass ihr dabei sein müsst. Das heißt, ne, wenn ihr dann Zeit habt, dann geht ihr einfach hier rauf und zack, ihr holt das mal kurz raus. Und dann claimen wir das mal kurz mit unserem Maywing. Übrigens, wenn da mehrere stehen, ihr könnt auch mehrere gleichzeitig claimen. Wichtig, es gibt halt nur 4 Slots auf dem Maywing. So, Feuerwibbern ist drin. Ich packe mal hier die Milch mit rein, die dann hier vom Maywing quasi verfüttert wird, beziehungsweise, ne, es wird halt rausgegessen. Es ist ja einfach ein Futtertrog. Und ihr müsst halt gucken, dass ihr genügend drin habt und wie gesagt, aufpassen, dass ihr dann auch eben den Futtertrog vollmacht, sobald die Viecher jugendlich sind. Weil dann kümmert sich der Maywing nicht mehr drum. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.